Hallo und herzlich willkommen zu meinem News-Video im Mai. Für alle, die neu auf meinem Kanal sind, an dieser Stelle nochmal herzlich willkommen. Und dieses News-Video, das gibt es seit diesem Jahr eigentlich immer monatlich. Und da teile ich so immer ganz kurz und knapp, was es bei mir so Neues gibt. Und was ich da immer natürlich erzähle, ist, was das Thema des aktuellen Gruppencoachings ist. Einige hatten mich schon so ein bisschen zum Coaching gefragt, wie das Ganze so bei mir abläuft. Also beim Gruppencoaching ist es so, dass es jeden Monat ein bestimmtes Thema gibt, zu dem das Gruppencoaching dann abgehalten wird. Und das machen wir immer über Skype, weil das ist für alle kostenlos, da können wir uns alle sehen. Und wir sind maximal 3 Mamas plus ich. Wenn es mehr Leute sind, dann mache ich immer gern mehrere Gruppen. Und wir haben in jedem Monat dann immer 2 Coaching-Einheiten, jeweils 1 Stunde, manchmal auch ein bisschen länger, je nachdem, wo ich euch anleite zu dem bestimmten Thema, mit Input, mit Sachen zum Umdenken, mit Übungen, die wir zusammen machen, aber auch Übungen, die ihr dann in Ruhe zu Hause macht, die wir dann beim nächsten Mal besprechen. Und ihr könnt euch sicher sein, das ist ein geschützter Raum und alle, die daran teilnehmen, haben ähnliche Probleme, ähnliche Herausforderungen wie ihr und da entsteht immer eine wunderschöne Gruppendynamik. Diese Gruppencoachings mag ich persönlich auch sehr, 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 sehr gerne, weil mir das selber auch unglaublich viel Energie gibt und mir unglaublich viel Spaß macht. Und das Gruppencoaching, wie gesagt, das sind 2 Coaching-Einheiten im Monat. Das kostet euch zusammen 47 Euro. Das ist das günstigste, was ich euch anbieten kann. Deswegen habe ich diese Gruppencoachings dieses Jahr ins Leben gerufen, weil ich für alle eine relativ günstige Möglichkeit anbieten wollte, sich von mir coachen zu lassen. Und das Thema diesen Monat im Mai ist Selbstliebe und Selbstvertrauen. Das heißt, wie könnt ihr euch selbst, auch mit all euren Fehlern und Schwächen, annehmen? Vielleicht auch euren Körper besser annehmen? Wie könnt ihr, weil ihr euch dann selbst viel mehr liebt, euch unabhängiger von der Liebe und Anerkennung anderer Menschen machen? Wir verbrauchen so viel unserer täglichen Energie darauf, anderen Menschen zu gefallen, Anerkennung, Zuneigung zu bekommen. Wenn wir uns aber selbst stark genug lieben, sind wir davon unabhängiger und hecheln nicht mehr so danach. Und wenn du dich selbst mehr liebst, hast du natürlich eine ganz andere Ausstrahlung. Du wirkst ganz anders auf Menschen. Du ziehst ganz andere positive Menschen in dein Leben und hast ein unglaublich gestärktes Selbstvertrauen. Wenn dich das Thema also interessieren sollte, dann schreib mir super gerne hier bei YouTube eine Nachricht, bei Instagram, Facebook. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben, wie auch immer ihr mögt. Es sind noch ein paar Plätze frei. Und dann freue ich mich sehr darauf, auf dieses Gruppencoaching, weil das ist auch eines meiner liebsten Lieblingsthemen, muss ich sagen. Ansonsten kann ich ja auch in dem Zuge jetzt nochmal was zu meinem Einzelcoaching sagen. Da gibt es aber auch ein paar Videos hier auf dem Kanal, wenn euch das näher interessiert. Im Einzelcoaching ist es natürlich wirklich so, dass ich dann nur mit einer Person arbeite. Das kann über Skype sein, das kann ganz normal am Telefon sein. Und da haben wir am Anfang immer so ein Kennenlerngespräch. Das ist auch völlig kostenlos, um zu schauen, können wir miteinander? Passt das zwischen uns? Was ist dein Thema? Mit was möchtest du an mir arbeiten? Kann ich dir da überhaupt weiterhelfen? Das finden wir dann erst bei diesem kostenlosen Kennenlerngespräch heraus. Und dann überlegen wir uns, welches meiner Coaching-Pakete ist für dich geeignet. Arbeiten wir 1 Monat zusammen? Arbeiten wir 3 Monate zusammen? Arbeiten wir 6 Monate zusammen? Das schauen wir dann einfach ganz individuell. Das heißt, wenn du einfach auch mal so schauen möchtest, passt das zwischen uns? Wie kann ich dir eventuell bei deinem Thema helfen? Dann vereinbar doch einfach eine kostenlose Kennenlern-Session mit mir und wir werden dann sehen. Und für alle Neuen, in meinem Intro-Video erzähle ich das auch immer, ich habe so einen WhatsApp-Verteiler, nenne ich jetzt einfach mal. Ich habe kein besseres Wort dafür. Und zwar bekommt ihr da mehrmals die Woche persönliche Sprachnachrichten von mir. Das ist nicht eine WhatsApp-Gruppe oder so, ihr bekommt wirklich die Nachrichten, jeder von euch einzeln und könnt mir darauf dann auch antworten, ohne dass das irgendjemand anders sehen kann. Und da sind immer mal wieder, manchmal sind Übungen dabei, manchmal sind einfach so kleine Gedankenanstöße, die so zum Umdenken anregen sollen oder die motivierend für euch sein sollen. Ich habe in letzter Zeit gefragt, was sind so eure Herausforderungen und haben mir ganz viele Leute geschrieben. Und aufhand dieser Nachrichten habe ich jetzt die Nachrichten für die nächsten Wochen geplant, um da auch wirklich auf eure Themen eingehen zu können. Das ist mir halt wirklich wichtig, ne, dass ich Themen mit euch bespreche, die bei euch gerade aktuell sind, was Schwierigkeiten sind oder Herausforderungen von euch sind, wo ich euch da vielleicht ein bisschen weiterhelfen kann.
Und aus dieser WhatsApp-Umfrage haben sich auch ein paar Themen für neue YouTube-Videos abgeleitet, weil manche Themen sind einfach so komplex, da möchte ich einfach länger drüber sprechen können oder manchmal habe ich dann mir sogar ganze Videoreihen daraus überlegt. Und ich muss sagen, dieser Austausch bei WhatsApp ist wirklich so intensiv und so persönlich. Ich mag das sehr, sehr gerne. Ich habe mir da schon so viele persönliche Geschichten von euch erzählt und es bedeutet mir immer sehr, sehr viel, sich so einem fremden Menschen, der ich einfach für euch bin, zu öffnen. Das ist ein großes Geschenk für mich, weil das spricht von viel Vertrauen von euch. Deswegen, wenn euch das interessiert, wenn ihr da ein bisschen mehr Input von mir haben wollt und ein paar Sprachnachrichten von mir bekommen wollt, dann findet ihr das auch immer unten in der Infobox verlinkt. Da meldet ihr euch einfach mit eurer Handynummer logischerweise dann dafür an. Dann nehme ich euch damit auf und dann kann es auch für euch losgehen. Genau, das war es eigentlich so, was es im Mai an sich so Neues gibt. Ich bin noch nicht ganz hundertprozentig sicher, wie ich das hier auf dem Kanal weitergestalte. Ich habe mir jetzt erstmal überlegt, es wird einmal die Woche auf jeden Fall ein Themenvideo geben. Wie gesagt, zum Teil die Themen, die mir die Leute bei WhatsApp geschickt haben. Wenn ihr jetzt ein persönliches Thema habt oder eine ganz persönliche Frage, dann könnt ihr mir die auch sehr gerne im Kommentar stellen oder als E-Mail stellen. Schickt mir einfach nur die Frage, das Problem, was ihr habt und ich werde das ganz anonym hier behandeln, hier mit euch besprechen und da auf euer Problem ein bisschen eingehen. Das könnt ihr super gerne tun. Und ich werde versuchen, einmal die Woche zu vloggen. Und dann sehen wir weiter, wie sich so entwickeln wird. Das war's zu den News im Mai. Ich freue mich jetzt sehr auf eure Kommentare, auf eure Fragen und Anregungen. Und wir sehen uns schon ganz bald wieder. Bis dann. Tschüss.